All units, 1010 Asset 36 in Park. Repeat, all units be advised. Shots fired at Fisk Towers. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft hat es dank Sony und Insomniac Games, den Machern der Ratchet & Clank Reihe, nun endlich in einem exklusiven Abenteuer auf die PS4 geschafft. Wie auch schon bei Spider-Man Homecoming ist ein besonderer Deal zwischen Sony und Marvel hier am Werk, um die beiden zusammen spielen zu lassen. Allerdings ist Marvel's Spider-Man keine Film- oder Comic-Versoftung, sondern eine komplett eigenständige Story. Auch sieht Spider-Man, den wir im Spiel treffen, keiner seiner vorangegangenen Inkarnationen ähnlich. Der Spidey, den wir hier steuern, ist kein Anfänger, sondern schon seit 8 Jahren im Spinnenkostüm unterwegs, kennt somit auch seine Erzfeinde ziemlich gut. Der größte Fisch geht Spidey, Achtung schlechter Wortwitz, gleich zu Beginn ins Netz. Wilson Fisk, der Kingpin höchstpersönlich, wird endlich überführt und seiner gerechten Strafe im Raft zugeführt. Doch es wäre keine Superhelden-Story, wenn alles so leicht bleiben würde. Das durch Fist-Verhaftung entstandene Machtvakuum bringt neue Spieler auf den Plan. Woher diese Dämonen, wie sie sich selbst nennen, kommen, wer ihr Anführer ist und wen es eigentlich wirklich erwischen soll, wird bombastisch, actionreich und einfach hervorragend im Stil des MCU erzählt. Doch kann die Story auch oft mit Optionen und Tiefe überraschen. Fans der freundlichen Spinne dürfen eine Achterbahnfahrt erwarten und nicht nur, weil ihr das Schwingen durch die Stadt perfektionieren wollt. Eine meiner größten Sorgen waren natürlich die Spider-Man-übliche Netzaktion und seine Bewegung über die Dächer New Yorks. Insomniac hat den Drahtseilakt jedoch wirklich gemeistert. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase schwingt man sich so graziös wie noch in keinem anderen Spider-Man-Spiel zuvor über die Skyline New Yorks hinweg. Das Kampfsystem erinnert natürlich an die Arkham-Reihe, wurde aber sehr gelungen optimiert und an die Wendigkeit des Wandkrabblers angepasst. Ob Marvel Spider-Man nun auch auf längere Zeit überzeugen kann, muss der Wandkrabbler noch beweisen. Doch am 23. Oktober ist bereits der erste Teil des DLC, die Stadt, die niemals schläft, am Start, in dem wir uns mit Black Cat rumschlagen dürfen und wieder jede Menge Gelegenheiten bekommen, um uns durch New York Straßen schwingen zu können. Marvel Spider-Man wird dem Hype gerecht und weiß storytechnisch ebenso zu überzeugen wie spielerisch. Fans von schnellen Action-Games und Comic-Umsetzungen wie der Arkham-Reihe spreche ich eine Kaufempfehlung aus und allen anderen lege ich den Titel sehr ans Herz.